kommt zurück. Oh ja, oh ja. Oh, oh ja. So. Was gibt es, Novize? Ich bin kein Novize. Der Wert eines Mannes wird von Taten definiert, nicht von Markierungen auf der Kleidung. Wir können streiten oder Al-Mualems Arbeit verrichten. Eure Entscheidung. Dann legt los. Jerusalems Regent Masht Adin hält nicht weit von hier eine öffentliche Hinrichtung ab. Sie ist sicher gut bewacht. Aber ich weiß, was ich zu tun habe. Und deswegen bleibt ihr in meinen Augen ein Novize. Ihr wisst gar nichts. Ihr vermutet. Ihr müsst von Fehlern ausgehen. Vielleicht habt ihr etwas übersehen. Antizipation, Altair. Wie oft muss ich es euch denn sagen? Wie ihr wünscht. Sind wir fertig? Nicht ganz. Es gibt noch etwas. Einer der Männer, die hingerichtet werden sollen, ist ein Bruder. Einer von uns. Al-Mualem wünscht, dass er gerettet wird. Kümmert euch nicht um die eigentliche Rettung. Meine Männer erledigen das. Aber ihr müsst sicherstellen, dass Majd Adin nicht sein Leben nimmt. Ich gebe ihm keine Chance. Das hoffe ich. So ein unsympathischer Sack. Mich dünkt es, ihm die Fresse zu polieren. Mich dünkt es, dir dabei zu helfen. Tja. So ein unfreundlicher. Und das nur, weil er wegen dir einen Arm verloren und seinen Bruder verloren hat. Ja, echt. Also, man kann sich auch anstellen. So ein nachtragender. Ja. Pseudo-ehemals Assassine. Ja, ach, meine Güte, ey. Was meinst du? Wäre ein richtiger Assassine gewesen, hätte er seinen Arm und seinen Bruder nicht mal verloren. Ja. Ja. Also. Ne? Und wer weiß, was der für eine Prämie da von der Versicherung gekriegt hat. Vor allem das noch, ja. So, hier. Die Handtuchmafia hilft. Hoffe ich doch. Nee. Tut sie nicht? Ich dachte, die bringt mich da jetzt durch. Ja, okay. Okay. Zu nichts nütze. Oh. Falscher. Aber jetzt hat er einen Bürger geprügelt. Ja. Passiert. Und tot. So. Still und heimlich hat er's kaputt gemacht. Oh, da steht er schon. Lass dich fallen. Die fangen dich auf. Oh nein. Wo ist er? Ich will da hin. Ah! Der Typ mit Turban. Ruhe! Ich verlange Ruhe! Menschen von Jerusalem, hört mich an! Ich stehe hier heute und bringe euch eine Warnung. Es gibt Unzufriedene unter euch. Sie säen die Saat des Unmutes und hoffen, euch auf den falschen Weg zu führen. Sagt mir, ist es das, was ihr wollt? Der Sumpf des Verrats und der Sünde, ein Leben voller Angst. Nein, wollen wir nicht, niemals. Dann wollt ihr Taten sehen? Hör uns! Eure Hingabe schmeichelt mir. Das Sündige muss geläutert werden. Nur so gibt es Hoffnung auf Erlösung. Das ist nicht gerecht. Ihr habt kein Recht auf den Tod. Wofür haltet ihr euch eigentlich? Und ihr steht nur feige herum, als Mittäter dieses Frevels. Oh. Seht ihr, wie die Bosheit eines Mannes sich auf die anderen ausbreitet? Sie wollten euch ängstigen und Zweifel säen. Aber ich bin hier, um euch zu beschützen. Hier haben wir vier sündige Seelen. Die Hure, der Dieb, der Spieler, der Ungläubige. Möge der Herr über sie
Oh nein. Oha. Das Schuss. Oh, wo ist er denn hin? Ach, der kämpft mit dir. Tut er? Ja, der ist da mitten in dem Getümmel drin. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Okay, okay, okay. Da steht er. Da fällt er. Ja gut, dann machen wir erstmal hier sauber. Nö. Das sind ganz schön viele. Ja. Meine Güte. Aber weil du bist ja totally awesome, du schaffst das. Ja, genau. Ich bin Arvis Dome. Was? Hast du es kontern gegen? Nö. Einer von Al-Mualems Brut. Na los. Siehste? Das ist ja gut. Ah. Ha. Und ich stehe noch. So. Nächster. Na, Nächster. Na los. Blutrausch. Na los. Na? So. Hast du gesehen, wie was ich geblufft habe? Ja. Haha! Ich habe erst begonnen. Sagt, welche Rolle wurde euch zuteil? Wollt ihr euch auch verteidigen wie die anderen und eure Missetaten rechtfertigen? Nein, die Bruderschaft wollte die Stadt. Ich wollte Macht. Es war eine Gelegenheit. Eine Gelegenheit, Unschuldige zu meucheln? Nicht unschuldig. Die Stimmen der Dissidenten schneiden wie eine Klinge. Sie stören die Ordnung. Darin stimme ich mit der Bruderschaft überein. Ihr habt Menschen getötet, nur weil sie anderer Meinung waren? Sicher nicht. Ich tötete sie, weil ich es konnte. Weil es mir Lust bereitete. Wisst ihr, wie es sich anfühlt, über das Schicksal anderer zu entscheiden? Und saht ihr, wie die Menge jubelte? Wie sie mich fürchteten? Ich war wie ein Gott! Ihr hättet dasselbe getan, wenn ihr gekonnt hättet. Diese Macht! Einmal vielleicht. Doch dann hätte ich erkannt, was mit denen passiert, die sich selbst über andere stellen. Und was ist das? Hier, lasst es mich euch zeigen. Gar nicht brutal oder so. Und weg, und weg, und weg, und weg, und weg, und weg. Ah, das war so klar, das war so klar. Weißt du, dass da wieder irgend so ein Typi da meint... Naja. Mhm. Leiter, 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 Leiter. Ah. Nico, erzähl was Schönes. Ja, also... Ja? Ja, war ich letztes noch ein bisschen umeinander und da war so eine Wiese, da waren noch Blümchen drauf. Nein, Blümchen, so? Ehrlich? Ja, um die Zeit noch, da waren Blümchen. Wow. Ja? Hammer. Dann habe ich sie kaputt gemacht. Das war eine wunderschöne Geschichte. Mhm. Wunderschön, ehrlich. Finde ich auch. So, jetzt seht zu, dass ihr euch verpisst, weil ich muss ganz dringend ins Büro. Zu unserem Kumpel. Du musst ein kleines Geschäft erledigen, sonst geht's in die Hose. Ja, genau. So, hast gesehen, wie ich... Das war aber auch ein Bluff, ne? Mm-hmm. Hammer. Eine richtige Finte. Na, runter dass da du jetzt. Sowas schaffst. Ja, ne? Das war so ein... Das war pures Lack. Jerusalem braucht einen neuen Führer. Das hörte ich bereits. Was ist? Keine weisen Worte für mich?
Sicher habe ich irgendwelche Fehler gemacht. Ihr habt getan, was ein Mann tun muss. Nicht mehr, nicht weniger. Es besorgt mich, dass ihr für die bloße Pflichterfüllung Lob erwartet. Einfach alles scheint euch zu besorgen. Denkt darüber nach. Aber tut das auf dem Rückweg nach Masyaf. Euer Werk hier ist vollbracht. Ja, dann mal los. Ab zu Al-Mualim. Spule vor zu aktuellem Gedächtnis. Al-Mualim heißt ja so viel wie der einsame Mann vom Berg. Nee, es heißt glaube ich so viel wie der Lehrer. Der weise Mann vom Berg. Nein. Nein, nein. Mosjo. Das verwechselst du. Mosjo. Wenn Sie einen starken Angriff kontern, ist Ihr Gegner verwundbar. Besiegen Sie ihn. Und er ging in das Licht. Tretet vor, Alter, ihr. Berichtet von euren Fortschritten. Ich tat, wie mir geheißen. Gut, gut. Ich spüre, dass ihr mit den Gedanken woanders seid. Sprecht darüber. Jeder, den zu töten ich geschickt wurde, spricht kryptische Worte zu mir. Jedes Mal komme ich zu euch, um Antworten zu finden. Jedes Mal erhalte ich nur weitere Rätsel von euch. Das muss enden. Wer seid ihr, dass ihr so mit mir sprecht? Ich bin es, der eure Aufträge ausführt. Wenn ihr das fortzusetzen gedenkt, so sprecht endlich frank und frei mit mir. Gemach, gemach, Junge. Dieser Ton gefällt mir nicht. Und ich mag eure Verwirrungen nicht. Ich bot eine Gelegenheit, eure verlorene Ehre wiederherzustellen. Nicht verloren. Genommen. Von euch. Und dann lasst ihr mich sie holen, wie ein gottverdammter Hund. Mich dünkt, ich werde einen anderen finden müssen. Schade. Ihr zeigt großes Potenzial. Hättet ihr einen anderen, hättet ihr ihn längst entsandt. Ihr sagtet, meine Fragen werden beantwortet, wenn ich nicht mehr danach fragen muss. Ich frage nicht mehr. Ich fordere, dass ihr mir sagt, wie diese Leute in Verbindung stehen. Ja, ihr habt recht. Diese Männer sind verbunden durch einen Blutschwur, ganz wie der unsere. Wer sind sie? Non nobis, Domine. Non nobis. Templer. Nun erkennt ihr das wahre Ausmaß von Robert de Sables Macht. All diese Männer, Statthalter, Heerführer. Sie alle haben ihm die Treue geschworen. Ihre Werke können nicht einzeln betrachtet werden, oder? Nur als Ganzes. Wonach streben sie? Eroberung. Sie wollen das Heilige Land nicht im Namen Christi, sondern für sich selbst. Was ist mit Richard? Salah al-Din? Jeder, der sich den Templern entgegenstellt, wird vernichtet. Seid versichert, dass sie Mittel und Wege haben. Dann muss man ihnen Einhalt gebieten. Daran arbeiten wir, Altair. Für eine Zukunft ohne solche Ränkespiele. Warum habt ihr mich belogen? Damit ihr den Schleier selbst lüftet. Wie immer geht das Wissen der Tat voraus. Selbsterworbenes Wissen ist besser als erlerntes. Im Übrigen hat euer Verhalten in letzter Zeit nicht eben Vertrauen erweckt. Verstehe. Altair, eure Mission ist unverändert. Nur eure Wahrnehmung der Umstände hat sich geändert. Und gewappnet mit diesem Wissen werde ich die übrigen Templer vielleicht besser verstehen. Sonst noch etwas, das ihr wissen wollt? Der Schatz, den Malik aus Salomons Tempel brachte. Robert schien ihn verzweifelt zurückhaben zu wollen. Altair, bei Zeiten wird euch alles klar werden. So wie euch die Rolle der Templer offenbar wurde, werdet ihr auch die Natur ihres Schatzes erkennen. Fürs Erste findet Trost darin, dass er nicht in ihren Händen ist, sondern in unseren. Wenn das euer Wunsch ist? So sei es. Ihr habt einen weiteren Rang zurückgewonnen. Nehmt eure Waffe. Möge sie helfen, der Bruderschaft Ehre zu machen. Altair, bevor ihr geht... Ja? Woher wusstet ihr, dass ich euch nicht töte? Ehrlich gesagt, Meister, gar nicht. Ich habe meinem Glauben vertraut. Da stirbst aber an Altersschwäche, bis der ausgeredet hat, ey. Erstmal das, aber wir haben auch schon wieder eine dicke Lippe riskiert, ne? Extra Wurfmesser, toll. Und das klingt mal wieder nach Spaß. Und du hast, glaube ich, ein oder zwei Lebensbalken gerade gekriegt. Ich glaube ein. Ja, ein. Ein haben wir gekriegt. Noch vier Stück, dann hast du die maximale Male Anzahl. Ja. Ah, ist das schön hier. Ist ja wie Urlaub. Ja.
Ne? Muss ein bisschen frei nehmen. So. Und ich habe das jetzt gegoogelt so nebenbei. Das heißt der Alte vom Berge. Das ist der Lehrer vom Berge. Und Alter, hier ist das Kind aus Bullabü. So. Aber es hat auch super gepasst, weil unsere Zeit ist schon wieder erreicht. Alles klar. Wo gehen wir als nächstes hin? Akon. Na, Akon? Hm? Alles klar. Dann mal los. Ciao, mach's gut. Bis dann. Tschüss.